Moin Leute und herzlich willkommen zu Need for Speed Heat. Wir ballern heute nochmal in Heat durch die Nacht tatsächlich. Im Evo. Mitsubishi Evo Lancer. Mitsubishi Lancer Evo. Ich glaube IX oder was es war. Irgendwas mit X auf jeden Fall. Ist mir jetzt auch Wurst. Genau. Und zwar zocken wir heute beim PC. Und farmen heute die berühmten... Wo sind sie? High Heat Rennen. Also High Heat 5 Rennen. Heißt, wir ballern uns auf Heat 5 hoch. Und gucken dann, ja. Wie weit wir kommen. Ich meine, ich habe mein Mod-Menü am Start. Hier ist alles klar, also ich habe mir von einem eine ganz bestimmte Mod geben lassen, also eine Handling-Mod. Dass die Karren besseren Handling haben und bessere Höchstgeschwindigkeiten. Dann habe ich hier auch unendliches Nitro an, das werdet ihr gleich an der letzten Flasche sehen. Ach, wunderschönen guten Reizdarm. Batz! Und es geht schon gut los, aus dem Grund, ich glaube, das Spiel hat erkannt, dass ich mit Mods spiele und die möchten mich jetzt unbedingt fertig machen. Und wie ihr seht, durch das, der kriegt mich halt einfach nicht. Das heißt, meine Karre kann auch nicht kaputt gehen. Einmal zack in die Seite und weg ist er. Unsere Karre, naja gut, ich würde das mal als leichten Lackschaden bezeichnen. Ja, warte mal, wir fahren jetzt folgende Rennen erstmal. Und zwar Events. Oh Gott, wo ist das denn? Wüstengott? Nee, hä? Ach, hier ist Entdeckung C, das heißt, hier oben müsste irgendwo Entdeckung A sein, ne? Ah ja, hier Entdeckung A. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Allerdings weiß ich jetzt nicht direkt. Nö, dementsprechend repariert uns die Tankstelle auch nicht mehr. Weil ich ja die Mod aktiviert habe. Ich habe auch unendliches Geld an, wie ihr seht. Wenn ihr eben mal hier oben rechts geguckt habt. Also Kohle habe ich ohne Ende. Ich muss halt nur noch die Heat-Teile, die fehlen mir halt noch. Das war's dann aber. Der fährt auch nur 371, aber der ist, nö, du kriegst mich nicht, Freundchen. Der hat aber schnell auf... Achso, ja stimmt, ich bin ja schnell weg gewesen. Genau, so haben wir es hier doch. Mal gucken. Einfach mal starten des Stisselzeugs hier. Dann kommen wir... Ist besser so, ne? Wenn ihr Bock habt auf Need for Speed Unbound Content, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ja, das leckt ein bisschen, keine Ahnung warum. Need for Speed Unbound funktioniert reibungslos. Need for Speed Heat buggt komischerweise auf dem PC ein bisschen. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Aber ist mir auch egal. So, F1. Hey, tschüss. Ah, das nenne ich doch mal Cheating auf dem höchsten Niveau. Und jetzt fahren sie, weil ich weit genug entfernt bin. Machen wir das mal wieder aus. Das heißt, dass wir das nur im nötigsten oder im notwendigsten Fall benutzen tun. Wo ich auch übrigens, habe ich auch versucht, auf dem Online-Modus das Video hier aufzunehmen, weil ich wollte eigentlich online in Heat das aufnehmen. Das Ding ist, ich wurde rausgeschmissen, anscheinend haben die erkannt, hier, der cheatet, den schmeißen wir mal raus, das passt uns jetzt nicht. Oder eben gerade habe ich die eine von Wayne, diese erste Drift-Mission gemacht. Komme aus dem Event raus und ja, da kommen auf einmal zwei Cops zu mir.
Ganz instant. Weil das Spiel erkannt hat, ja, der cheatet. Aber ist mir vollkommen Rille. Ich habe das Spiel 3, 4, 5. Oh, das ist jetzt mein fünftes Mal, dass ich das durchspiele. Oder sechstes Mal. Und das erste Mal jetzt hier auf dem PC ist, sonst habe ich. Ich habe das mich 3, 4 Mal auf der PlayStation durchgespielt. Nee. Einmal, zweimal auf der PlayStation. Auf der Xbox einmal. Nee, auf der PlayStation habe ich das öfter durchgespielt, genau. Ja, ist egal. Auf jeden Fall jetzt das fünfte oder sechste Mal auf dem PC. Ja. Auf jeden Fall ist das hier Mitsubishi Lancer. Opala, opala, opala. Huch. Huch. Da war die Straße zu Ende. So, huch, aua. Naja, leichter Kratzer, ne? Die Kratzer, ach, leichte Kratzer, alles gut. Alles easy. Ja, Kampagnenziel ist mir gerade vollkommen Wurst. So. Oh, jetzt Stufe 3 gleich. Ja, perfekt. Die sehen irgendwie komischerweise fast alle aus wie Wayne. Er ist jetzt mal ohne Scheiß. Ihr fahrt nirgendwo hin, ihr kleinen Drecksäcke hier. Ich wollte nämlich vielleicht versuchen in Heat damit ein paar Spieler zu ärgern. Und dann will ich mit anderen Spielern spiele einfach mal zu sagen, ja nö, KI bleibt jetzt mal stehen. Und der an Konsole spielt, so, hä, warum bleibt jetzt die KI stehen? Und der Spieler kann weiterfahren, nur bestimmt Bug von Spiel oder der cheatet. Meistens heißt es ja gleich als erstes oder cheatet. Und dann gibt es so salzige Menschen, die tun einen noch melden. Mein ja, das Cheaten, das tut schon Spielspaß verderben, aber ich habe halt so auch noch mehr Spaß an Heat. So kann ich halt Heat noch mehr durchballern und ja. Bin ich nämlich an Heat-Teile farmen und ja, das ist halt gut. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich das jetzt ausschalte. Ich glaube, F3 war das. Autsch, nee, war es nicht. Egal. Muss mich jetzt sowieso aufs Fahren konzentrieren, sonst wird das nichts heute. Ich meine, mit dem Evo sind wir ja schon so ziemlich schnell unterwegs tatsächlich.
Nein, nein, scheiße, scheiße, scheiße. Ich frag mich tatsächlich gerade, ob die mir gerade eine Sperre da reingedrückt haben, weil ich bin ja erst Heat 3 eben geworden. Aber warum? Ich müsste jetzt nochmal eigentlich Heat 4 geworden sein. Egal, vielleicht habe ich da irgendwas versäumselt, weil ich da ja eben mit Mod den Mod-Aktivierungs- und Deaktivierungstasten rumgespielt habe. Naja, gut, was soll's. Einmal stehen bleiben, bitte. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mich vorlasst. Also, das ist echt Ehre von euch, ne? Och, da kommt die Bullerei und zack, weg ist er. Hehe. Aber bei dem Mod, den ich installiert habe, da brauche ich tatsächlich gar kein Nitro gefühlt. Und gerade der Mitsubishi Lancer, den ich hier fahre, der geht auch schon ab wie Schmitz' Katze. Ach, das werden wir gleich sehen, wer hier geliefert ist. Entschuldigung. Guck, der ist nämlich schon weg. Ey! Warte mal. Heat 1? Ach, Scheibenkleister. Ich weiß, warum das so ist. Keine Fahndung war F5. Ah, nein. Jetzt hat er meine Fahndung wieder zurückgesetzt, weil ich F5 gedrückt hatte. Und F5 ist keine Fahndung, das heißt, ich kriege keine Fahndungsstufe. Also Heatstufe. Ach, Scheiße. Das ist jetzt natürlich wunderbar, würde ich sagen. Okay. Mal gucken und zack. Okay. Muss kurz was einstellen, denke ich, hoffe ich, dass das geht.
Hochbenutzer definiert, bla bla, okay, damit kann ich jetzt nicht direkt das anfangen. Gut, dann muss ich das Video eben auf die Länge cutten. Also eben cutten. Wir fahren jetzt einfach das Heat 3 Rennen. Okay, gut, also das Rennen eben, das war wirklich Shit Happens, ist halt jetzt so gewesen, ne? Hätte ich doch mal den Finger von den Tasten gelassen, dann wäre das auch gar nicht passiert. Naja, gut, egal. Na, 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 na. Ich glaube auch davon mal abgesehen. Oh Gott, Gott. Ich liebe PC. Ich liebe PC. Du kannst jeden verdammten Scheiß machen. Das Geile ist, dass Heat wird ja sozusagen auch nicht mehr so wirklich supported. Heißt im Umkehrschluss, bin ich von der Brücke runtergerutscht. Was war das denn jetzt? Ich werde gespawnt und hau den Kopf kaputt. Ja, das finde ich auch wieder nice. Ich bin halt unbesiegbar, ne? Wo ist denn der Rest geblieben? Ach, da hinten! Also stimmt, ist ja eigentlich so Gummiband-KI. Naja. Hallöchen! Ach, ich hab mir. Also ich persönlich, zack. Lol, der Unbound wäre kaputt gewesen. Wo ist sowas von kaputt, ey? Warte mal, lass mal rankommen. Lass mal rankommen, komm. Put, put, put. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Hau ab. Ja, da sind die Nagelbänder. In Need for Speed Unbound genau derselbe Müll mit den Nagelbändern und Straßensperren. In Rivals oder in Hot Pursuit gibt es so geile Straßensperren und alles. Das gibt es in den jetzigen Spielen gar nicht mehr. Das ist alles selbst in 2015. Du fährst unter einer Brücke durch und denkst so, guckst auf der Karte, oh, Nagelsperre, was ist das? Und wo ist er? Auf der Brücke. Auf der Brücke ist da die Nagelsperre. Das ist unglaublich ist das. Oh, Verbindung abgebrochen. Das finde ich nice. Warum sind denn da zwei Ender-Missionen? Einmal da, tritt gegen Oscar an. Und tritt gegen Nari an. Ach so, naja. Hui! Mein Wagen ist nicht schnell genug, um dran zu bleiben.
Ja, ist doch gut. Dann ballern wir hier jetzt zweimal durch und dann... Einmal noch. Ihr könntet mir theoretisch mal Challenge-Ideen für Need for Speed Heat oder Unbound sagen. So, also wenn ihr Bock habt auf sowas, dann könnt ihr gerne sagen. Oder Ideen raushauen. Hier Ocean Drive. Was für eine Scheiße. Ich beende diese Verfolgung. Nehmt eure Patrouille wieder auf. Was? Ach, komm schon, eingeparkt, würde ich sagen. Hallöchen. Und auf Wiedersehen, hey. Alter. So, ein wunderbares High-Heat-Rennen. Beautiful. So, nach dem Rennen war es das auch endlich mit Erfolg. Ich glaube, das geht jetzt schon so eine halbe Stunde circa, ne? Nö! Und schon wieder. Ja gut, egal. Ich werde jetzt den Mod nicht die ganze Zeit aktivieren. Das geht sonst auf den Senkel. Wenn du ständig den vom Controller nehmen musst und auf die Taste drücken musst. Ach komm. Jetzt reicht's. Schade, dass ich den Helikopter nicht freezen kann. Echt schade. Haha. Das war wohl nix. Ein Satz mit X. Dubdi-dubdi-du. Hui! So, wunderbar. Da sind wir die Cops auch wunderschön losgeworden. Kommen wir gleich in die Garage und dann, ja, Ende Gelände. Oh, einmal quer durchs Feld hier. Du hast ein neues brisantes Teil erhalten. Nice.
Eine Milliarde. Hey, wieso standen da eben 800.000? Egal. Ist egal. So. Gucken wir uns erstmal die neuen Teile an. Oh, Ulti plus Kurbelwelle. Und das. Und ein ultimatives Nitro. Na, das hört sich doch schmackhaft an hier. Sogar mit 5 Flaschen hier. Das wird. Besser kann es doch nicht laufen, Leute. Besser kann es nicht laufen. So, Leute, dann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer TF Gamer 2005. Haut rein, Leute. Wunderschönen Tag noch und ja, ciao.